Und wir brauchen etwas, damit wir den Spuckwettbewerb gewinnen können. Und zwar eine schöne, spuckige Grundlage. Und die werden wir uns hier in der Bloody Lip besorgen. Und zwar zwei Cocktails. Wir haben ja glücklicherweise schon den vorläufigen Büchereiausweis. Excuse me. Yeah, boy? Largo LeGrand has left Scab Island for good. Well, well. I guess all those laxatives I was slipping into his drinks finally got to him. What? Don't worry, I don't put them in all the drinks. Ja. So geht's natürlich auch, ne? Wenn manche Leute glauben, die hätten irgendwas gemacht, aber egal. Grog, please. Agrog. Shaken, not stirred. Maybe you'd like a Shirley Temple instead. I'm old enough. Look at my beard. Ha! That's the oldest trick in the book. Tell you what, I'll let you have some near grog. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty smelling and foul tasting as that stuff grown-ups drink. Right on. Oh, wait. What am I saying? I just sold the last of it to Kate. Sorry. Rats. Of course, if you have some ID. Aber ich hab doch einen. Will you accept a temporary library card? Let me see it. Is Guy Brush a French name? No, actually, it's a fictional name. Oh, all right. Can I get you that drink now? Ja, natürlich gerne. Ich hätte gern einen leckeren. Yeah, I could really use it. Name your poison. What do you got? Well, we have some specialty drinks here at the Bloody Lip, like Yellowbeard's Baby, Bloody Stump, and Blue Whale. So, wie sieht denn die Spucke aus, beziehungsweise von Largo, diese richtige, dicke, fette, eklige Spucke? Das war eine grünliche Färbung und wir erhalten Grün natürlich durch Blau und Gelb. Dotter. Dotter ist gelb. Und wenn wir die beiden mischen, haben wir eine schöne, grüne, eklige Spuckfarbe. I'll have Yellowbeard's Baby. Well, you can try, but I don't think nature's on your side. Just give me the drink, please. Hey, I have to crack jokes. It's a union thing. That'll be one piece eight. Okay. Here you go. And here's a complimentary crazy straw. We give them to all new customers of the Bloody Lip. Oh, das ist aber nett. Und ich hätte... Ach, wer ist denn Kate? Who is this Kate person? Ah, the courageous Captain Kate Capsize. Tough as steel, sharp as nails. She rents her ship out. Does some freelance pirating. Her only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. Okay. Bartender, give me a drink. Name your poison. Und zwar ein Blauwal Deluxe, bitte. Mix me up a blue whale. Sorry, blender's not big enough. Oh, but seriously, that'll be one piece eight. Okay. There she blows. Nice place you have here. Well, see ya. Mal raus hier, schnell. So, ich schaue nochmal gerade nach, ob wir das haben. Genau, blau und gelb haben wir lecker grün. Boy, this stuff makes my spit thick. Yeah. Und jetzt können wir ordentlich um die Wette spucken, aber... Wir müssen ein bisschen cheaten, ne? Denn so einfach ist es dann leider dann doch auch nicht, mein Gott. Sprachprobleme. Where do you want to go? Nach Booty Island, bitte. So. 3 hour tours. Die können wir wieder zumachen, die Tür. Glass bottom boat. Der soll schließlich in dem Come on. It's Sarg all paid vergammeln. For my Booty Island Parks and Rec. Just put your two lips together and blow. Are you pirates or not? First place. Ah, two, first place. 2, 4, 6, 8. Come on, let's expectorate. Everybody already has the necessary equipment. Dum-di-dum-di-dum.
grins. False alarm. As I was saying, turn a disgusting habit into a prestige-winning skill. Boy, this stuff makes my spit thick. Don't let this grass wither up and die. I'll give it a try. A volunteer! All right, yeah. Settle down, folks. This kid looks like a serious contender. What's your name, boy? Spukus Maximus. Ich bin sowieso Captain Schleimy. Ach, nee. Jucius Maximus III. The Juice Man. Max Mucus. He's juicy to the max. Yeah. Get away. We're schön with you, die Spucke durch. Let's schlürfen. Go. Spit. Ja, Moment, ich muss doch... He's cleared first place! That was truly awe-inspiring. Sports fans, we've seen something incredible here today. Let me congratulate you and give you this fine commemorative plaque. Way to go, Juices! Come on, let's give him a hand. Of course, there are plenty more prizes Dankeschön. For the rest of you. So how about it, gang? What was that? Did I hear somebody swallow? What a waste. Thousands will spit. Hundreds will win. Cruises. Sunken galleons. So. Jetzt haben wir eine Plakette gewonnen. Ich schaue mir die mal hier an. Da ist sie. It's a plaque with an odd looking gob of something on it. Und diesen Ramsch verkaufen wir einfach dem größten Ramschladenhändler hier auf der Insel. How much will you give me for this plaque? I'm not interested. Was? Okay, but you're missing a great deal here. Uh-huh. Okay. Verkehrt. How much will you give me for this plaque? I'm not interested. What do you mean? It's worth a mint. For a lump of pus on a shingle? That's not just any lump of pus. Oh yeah? What's so special about it? The spit of the person who killed LeChuck is on it. Really? That would make it very valuable. And I do like bronze anyway. I'll give you 6,000 pieces of 8 for it. Juhu! Sehr schön. Dann ist diese Karte auch bald uns. Jetzt haben wir endlich genügend Kleingeld, um die Kreuzfahrt von Captain Kate Sightseeing. Zu bezahlen. Check it out. Ach, die spricht so ein bisschen check it out. Also die ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. So. Are you the same Kate who bought all the near grog at the Bloody Lip? Yeah, and you can't have any of it, so don't ask. Och, wie nett. I'm interested in chartering a ship. Great. As I mentioned, my fee is 6,000 pieces of 8. Und ich habe die 6,000. Okay, I'll pay you the 6,000 pieces of 8. You've chartered yourself a ship. Are you ready to leave now? Yeah, let's blow this popsicle stand. Und es kommt auch eine der besten Musikstücke, die es überhaupt gibt. I can show you where I want to go on this map that Captain Dredd gave me. Kommt wirklich gleich, diese Captain Capsize Musik ist auch sehr hübsch. 33 Nord. West. Haben wir schon gefunden? Well, here we are. What now? Yeah. I'll dive in and look for the sunken galleon. Are you sure you can swim? Hey, I can hold my breath for 10 minutes. Und schwuppidi-dupp. Hoffentlich ist es die richtige Stelle. Die Fische. Und dieses Musikstück wird übrigens recycelt. In Monkey Island 3, wenn man von der Klippe fällt. Jawohl, da ist das gute Stück.
Und hier ist auch schon der Affenkopf. Lange Rede, kurzer Sinn. Der wird einfach geschnappt. Jetzt sind wir leider zu schwer. Und wir müssen uns hochtragen lassen, also hochfahren lassen. Und ich glaube, hier muss man, wenn man irgendeine Errungenschaft fürs Team haben will, glaube ich, sterben. Well, let's head back to Booty Island. Well, congratulations on your find, Guybrush. Be sure and tell any friends you might have about capsized charters. See you around the turnpike. Sunken Galleons. Sightseeing. Oh, schon krass. 6000 Pieces of Eight. Sunken Galleons. Finde ich echt einfach zu viel, so ein bisschen hier mit dem Bildchen zu fahren. Ne? So, mit dem alten Mann haben wir gar nicht geredet. So, Affenkopf an den super Gemischtwarenhändler. The figurehead from the mad monkey. Ordinarily, I'd pay 6 million pieces of eight for this, but I'm a bit short on the cash right now. I'll give you this big whoop map piece for it. Sure, I'll take the map piece. It's yours. That makes 3 map pieces, only 1 to go. Juhu! Es ist die Mad Monkey. Entschuldigung, ich habe, glaube ich, Sea Monkey gesagt. Das können wir den mitnehmen? It belongs to the antique dealer now. Okay. Bleibt jetzt da stehen, der Affenkopf, die ganze Zeit, oder? Ne, ist weg. Ja. So, jetzt haben wir die 3 Kartenteile. Es wird das 4. Das ist von Skep auf Skep Island. Aber erstmal die Zwischensequenz mit LeChuck. Where do you want to go? Jetzt. Deep within LeChuck's fortress, bla 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 bla. Ja, ist schon witzig. Largo. You called for me? Is it true that Guybrush Threepwood has found the 3rd piece of the map to Big Whoop? Ah, yes, sir. I was about... Why did you not come and tell me yourself? Well, I was trying to confirm that he really... Largo, you have been my trusted henchman for many years. But I won't hesitate to drag your entrails from behind my ship if you do not bring me Guybrush before he finds that treasure. Das war eine eindeutige Aussage von dem lieben LeChuck. So, mal schauen. Oh, es geht gar nicht. So. Wir brauchen das Asche zu leben. Das haben wir gar nicht, ne? Aber den Gruftschlüssel haben wir. Sehr gut. Dann gehen wir mal gerade auf den Friedhof und suchen den Sarg von Rapscallion. Das ist nämlich der Würstchenbrater am Strand. Und der ist nämlich noch der Besitzer des letzten Kartenstücks. So, berühmte Zitate. Famous pirate quotations. Happiness is a warm manatee. Thester Leech. Kiss me, I've got scurvy. Commander Buttonhead. Old Skunk Eye. Ach, violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Barney Gout. Mouthwash. We don't need no stinking mouthwash. Rapscallion. Aha. Mundwasser. Das ist übrigens auch ein Zufallsgenerator. Das ändert sich auch jedes Mal immer wieder neu, wenn man das Spiel neu startet. Also von daher kann man nicht einfach sagen, das ist immer der Sarg oder irgendwie sowas.